Der 23. Oktober 1955. Ein Schicksalstag für das Saarland. Denn zum zweiten Mal im Saarhundert müssen die Saarländer über ihre nationale Zugehörigkeit entscheiden. Wer Ja ankreuzt, entscheidet sich für einen eigenen Staat unter einem europäischen Kommissar, wirtschaftlich eng mit Frankreich verbunden. Wer Nein sagt, will zurück nach Deutschland. In Paris haben der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Premierminister Pierre Mendès France das Referendum ausgehandelt. Es ist Teil der deutsch-französischen Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn seit dieser Zeit ist das Saarland erst französisch besetzt, dann quasi ein eigener Staat. Der Volksabstimmung voraus geht ein erbitterter Wahlkampf, überschattet von vielen Tumulten und persönlichen Schmähungen. Die bekannteste, der Dicke muss weg. Der Dicke, die wenig schmeichelhafte Bezeichnung für den christdemokratischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann, auch Joho genannt. Er wirbt mit seiner CVP für das europäische Saarstatut. Saarbrücken soll sogar Sitz der künftigen europäischen Institutionen werden, so die Planungen. Institutionen, die heute in Brüssel, Straßburg oder Luxemburg zu Hause sind. Doch sein Werben ist vergeblich. Am Ende entscheiden sich 2/3 der Wahlberechtigten für Nein und damit de facto für die Rückkehr nach Deutschland. Johannes Hoffmann tritt zurück. Die Geschichte des modernen Saarlands als Mitglied der Bundesrepublik Deutschland beginnt.